Letztes Mal in Persona 5 Royal. Das ist König Kamehameha. Was? Nein, Kamehame. Doch? Ich dachte, ich habe mich verlesen. Das ist nicht. Ich habe jetzt echt gedacht, ich hab mich verlesen. Das sollte jetzt eigentlich als Gag gemeint sein, bis ich das Wort wirklich verstanden habe. Aber der heißt ja wirklich König Kamehameha. Was ist denn das? Der Gründer von Hawaii? Ehrlich? Nun zurück in die menschlichen Abgründe. Ja, und damit herzlich willkommen zurück in Persona 5 Royal. Und wir stehen wieder in unserem Zuhause. Beim letzten Mal, ja, hat es Makoto tatsächlich geschafft, die Daten von dem Laptop ihrer Schwester zu besorgen und Futaba zu übergeben, die jetzt noch ein bisschen weiter sich die Daten anschauen wird und vielleicht noch ein paar Details findet. Aber wir haben auch, und da musste ich schon ordentlich lachen, in der Schule gelernt, König Kamehameha. Er ist der Gründer von Hawaii. Ich habe ja erst gedacht, ich habe mich verlesen, ne? Aber das war ja echt, naja. Gut. Wir hatten aber auch eine Nachricht zum Schluss. Und wir könnten eigentlich mal im Laden vorbeigehen, oder? Und mal gucken, was EY für uns hat. Da waren wir nämlich lange nicht mehr. Es ist Samstag. Das heißt, es ist auch nicht mehr allzu lange hin, bis unsere Klassenfahrt beginnt. Muss ich sagen, da bin ich auch gespannt, wie das ausgeht. Ich werde mir vorher nochmal einen Speicherpunkt machen, weil ich vermute, dass wir dort mehrere Events werden sehen können. Und ich möchte sie euch alle zeigen. Das heißt, ich werde das neu laden und dann schneide ich euch das dann zusammen. Wenn sich denn sowas ergibt. Aber jetzt reden wir erstmal mit EY. Na, jeder hat ein Geheimnis, von dem man nicht möchte, dass es ans Licht kommt. Ich benutze selten einen PC, weil ich Ärger kriegen könnte, wenn er gehackt wird. Na, du bist wegen meiner Nachricht hier, oder? Ja, ich möchte arbeiten, bitte. Okay, ich erzähl dir was über den Laden. Für einen Waffenenthusiasten wie dich ist es ein Kinderspiel, oder? Und unsere Bindung wird auch bald stärker werden, dann hängen wir mal mit ihm ab. Wenn du hier arbeitest, ist es nicht verdächtig, wenn du oft kommst und gehst, oder? Ey, wenn du weißt, was ich meine, dann bring die Ware nach hinten. Ich soll Ware nach hinten bringen? Was denn für Ware? Naja. Ey, lern das mal lieber schnell. Du musst aussehen können wie ein normaler Mitarbeiter. Ich führe ja angeblich ein anständiges Unternehmen, oder? Ey, wobei es in letzter Zeit nicht viel Kundschaft gab, ehrlich gesagt. Irgendein Typ im Internet behauptet, ich würde nur Fälschungen verkaufen. Und wenn man mal einen schlechten Ruf hat, wird man ihn schwer wieder los. Ist das wirklich so schwer? Das Gefühl kenne ich. Ja, das Gefühl kenne ich wirklich. Na, ein Kind wie du? Na, machst du was Ähnliches durch? Sonst würdest du das alles hier wohl nicht machen, was? Aber ich will keine Details wissen, es interessiert mich nicht. That's right. Jedenfalls sollte ich dir wohl erklären, was hier los ist, nachdem du mir helfen wirst. Ich würde alles drauf wetten, dass Tsuda hinter dem Gerücht steckt. Erinnerst du dich an ihn? Er ist Lieutenant im Hashiba-Clan. Dem Clan, in dem ich früher auch war, als ich noch zur Yakuza gehört habe. Ich muss gehen. Nein, Yakuza? Ich wusste, du bist ein Gangster. Du hast vielleicht Nerven, Junge. Na, jedenfalls war Tsuda am Clan mein Blutsbruder. Aber jetzt gibt's zwischen uns böses Blut. Das Problem ist, mich kennt man in der Unterwelt. Ein falscher Schritt und ich werde überrannt. Deswegen habe ich ja dich. Du siehst normal aus, klar, aber du hast Eier, Kleiner. Du bist perfekt als Spion gegen Tsuda. Hoffentlich verschräge ich dich mit dem ganzen Gerede nicht. Doch, nö, eigentlich nicht. Ich hasse so schwache Antworten. Ups, das war der falsche. Aber du weißt jetzt jedenfalls grob, was los ist, ja? Das musst du im Hinterkopf behalten. Ich erwarte viel von dir, Kleiner. Ach, und ich erweitere die Sonderkarte als Dankeschön, dass du mir die Infos besorgt hast. Da könnten wir gleich mal reingucken, ob wir da vielleicht stärkere Waffen für uns kriegen. Warum eigentlich nicht?
Ermöglicht die Tarnanpassung für deine Waffe. So kannst du Gegnern Statuseffekte zufügen. Okay. Alright. Klingt auch nicht ganz uninteressant. Ey, hallo. What's the meaning of this? Ne? Hab ich nicht gesagt, du sollst nicht mehr herkommen. Aber... ist das einer deiner Kunden? Na, halt den Mund, das geht dich nichts an. Geh einfach nach Hause und lern, Kaoru. Deine Aufnahmeprüfung ist bald schon vergessen. Ach, also gut. Na, dann geh ich mal. Was war das jetzt? Ist das dein Sohn? Ja. Zwecks Aufnahmeprüfung und so ist bald. Also das wirkt jetzt sehr väterlich. Na, das ist Kaoru, mein Sohn. Ja, klar. Alles klar. Oh je. Yeah. Er fragt mich immer, ob er hier helfen kann. Macht sich immer Sorgen, was ich treibe. Ach, naja. Aber das sollte ich einem Teenager wie dir wohl nicht erzählen, oder? Naja, du kannst jedenfalls für heute Schluss machen. Gute Arbeit, Kleiner. Okay. Hat mein Können erhöht, ja. Mein Können macht aber gar nichts. Later. Okay, ich bin überrascht, dass er einen Sohn hat. Aber ja, warum nicht? Manchmal verschätzt man sich. Hoffentlich bringt er den nicht in Schwierigkeiten. Und wir können nicht in den Laden gehen, denn der Tag ist vorbei. Fällt mir gerade ein. Hat er eigentlich Sonntag offen? Das würde mich mal interessieren. Könnten wir ja mal gucken gehen. Ah, okay, da geht's noch um die Rangliste und so weiter. Und eine Nachricht. Ja, mit wem hängen wir denn sonntags ab? Hey, gehst du oft in Arcades? Da ist so ein Forenbeitrag, der mich in letzter Zeit beschäftigt. Offenbar treibt sich ein fieser Zocker in einer Arcade in der Nähe herum. Inwiefern fies? Na, hört sich an, als wäre er ein notorischer Cheater. Oh, hängt ihn, steinigt ihn. In letzter Zeit verdirbt er den Spielern eines beliebten Shooters namens Gunabout den Spaß. Dem Beitrag zufolge verbringt er seine Zeit am meisten in der Arcade Gigolo auf der Central Street. Es mag nur ein Spiel sein, aber es ist trotzdem unverzeihlich zu schummeln. Nasty Gamer. It's definitely possible he'll exist in Mementos. Ja, könnte sein. Mishima said he's at the arcade on Central Street, right? Let's go see what this is all about. Könnten wir uns mal angucken, ja. Das könnte man machen, dann hätten wir wenigstens beim nächsten Livestream in Mementos was zu tun, weil wir sind ja auch noch nicht komplett durch den neuen Bereich durchgekommen im letzten Livestream. Weil dann der Reaper auf uns aufmerksam wurde und naja. Das wollte ich jetzt nun doch nicht riskieren. Mann, nächsten Mittwoch ist doch schon der Schulausflug. Oh, der ist erst Mittwoch. Okay, dann werden wir den erst in der nächsten Folge angehen. Ich hatte Montag im Kopf jetzt irgendwie. Aber gut, ist auch nicht so schlimm. Oder wir müssen mal gucken, wie lange jetzt die nächsten Tage dauern. Und dann entscheiden wir das ganz operativ. Vielleicht können wir ja auch auf den Trip gehen und kriegen dort noch einen Speicherpunkt. Dann könnte ich direkt vor gewissen Events vielleicht speichern und euch einen Cliffhanger hinterlassen. Na, mal schauen. Na, wir sollten vorher noch so viel wie möglich erledigen. Ja, richtig. Erstmal hätten wir hier... Na, diese Woche weg. Ich weiß, es ist etwas plötzlich, aber ich gehe diese Woche nicht in die Kirche. Wir fahren mit der Schule nach Los Angeles. Ich fahre das erste Mal ins Ausland und bin ganz schön nervös. Los Angeles? Bist du bei Yusuke auf der Schule? Weil die fahren ja da hinten, oder? Wir machen mit dem Unterricht weiter, wenn ich sicher wieder zu Hause bin. Ja, gut, okay. Kein Ding. Jetzt möchte ich aber doch erstmal zu Iwai. Ob der seinen Laden auch am Sonntag offen hat, das würde mich mal interessieren. Oh, Futaba hängt hier rum. Da könnte man einen neuen Social Link weiterführen. Weil geknüpft haben wir den ja schon. Warte mal. Ach nee, Iwai hat ja seinen Laden in Shibuya, ne? Software Shop, genau. Hey, Iwai. Jeder hat ein Geheimnis, bla bla bla. Ja, das hat man ja schon. Ich möchte was einkaufen. Zumindest möchte ich mal gucken. Yo.
Gut, erstmal möchte ich mal gucken, was du so an Waffen hast. Nee, bringt mir jetzt irgendwie nichts, auch nicht sein. Nicht seine Topwaffe. So, für Ryuchi hätten wir was. Was mehr Angriff hat. Mehr Präzision. Und der Angriff ist gleich. Na, die könnten wir mal mitnehmen. Kaufen und ausrüsten. Und die alte verkaufen wir, na klar. So, dann schauen wir mal bei Morgana rein. Nee, sieht nicht so aus. Haben wir was für Ahn? Nee, nur das, was schon ausgerüstet ist. Und der Rest dürfte. Nee, der Rest bringt uns nichts. Ich gehe auf reine Stärke, nicht auf Nebeneffekte. Nicht, dass ihr euch wundert. Kann man hier. Also, das würde sich lohnen. Ja, das kaufen wir, das rüsten wir aus und das verkaufen wir. Und dann schauen wir noch für Makoto, da könnte es was geben, ja. Durchaus. Ja, kauf mal. Rüst mal aus und verkaufen. Und jetzt gehen wir mal auf Fernkampfwaffen. Was haben wir da? Da gibt's was. Sogar was deutlich Stärkeres. Ja, bitte. Anpassen, was können wir denn anpassen? Das wäre Präzision hoch. Das wäre Angriff hoch. Effekt starker Schock, okay. Individuell mit Blitzkammer verringert Angriff und Kugeln, aber Effekt starker Schock. Ah, nee. Ja, das ist die Frage. Angriff hoch oder Präzision hoch? Was kostet das eigentlich? Kann ich das kostenlos machen? Würde ich meinen Angriff hochnehmen? Ach nee, 5-1. Nee, dann lassen wir das erstmal. Da will ich vielleicht später nochmal gucken. Hier hätten wir noch was. Nope. Ausrüsten. So, Morgana. Haben wir auch was? Kaufen. Nein. Ausrüsten. Ahn. Ebenfalls kaufen. Nein. Ausrüsten. Und nochmal. Jawohl. Kaufen. Nein. Ausrüsten. Und Makoto. Ja. Kaufen. Nein. Ausrüsten. So. Gut. Schutz. Haben wir noch ein bisschen Geld? Oh. 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 Hier gibt's was Schönes. Aha. Ja. Alte verkaufen, bitte. So, Ryuchi. Ja. Wir rüsten uns mal komplett neu aus hier. Mit allem, was geht. Zumindest, wenn wir uns steigern können. Aber es sieht so aus, als könnten wir uns überall steigern. Das ist natürlich jetzt vielleicht gar nicht so verkehrt. Nochmal Armeeweste. Aha. Oh. Das habe ich nicht verkauft, das alte, aber naja, gut. Oh, warte mal, hier geht's ausweichen runter. Aber nur um eins, dafür haben wir viel mehr Verteidigung. Ja, dann nehmen wir die trotzdem. Nehmen wir trotzdem mit. Ein Punkt runter ist jetzt nicht so schlimm. Zubehör, was haben wir da Schönes? Achso, das ist der Kram. Na, das brauche ich aber eigentlich nicht, weil das nutze ich nicht wirklich. Und dann verkaufen wir mal alles andere. Haben wir irgendwelche Schätze, die ich jetzt nicht verkaufen sollte? Nö, alles gut. Passt. Sieht eigentlich soweit gut aus. Alle Schätze verkaufen. Jawohl, das gibt nochmal ordentlich Geld. Warte mal, wir könnten aber auch noch Nahkampfwaffen, die nicht ausgerüstet sind. Ja, verkaufen. Hier alle vier verkaufen. Das hauen wir jetzt alles raus, weil das braucht kein Mensch mehr. Schutz können wir da einiges. Mantel des alten Herzogs. Ja, hier unten ist quasi das ganze wertlose Zeug. Das heißt, wir müssen jetzt einzeln verkaufen hier alles. Sollte ich aber vielleicht trotzdem machen. Weil warum rumschleppen, wenn man auch das Geld haben kann? Machen wir das mal alles über den Jordan hier. Naja, ich weiß schon. Dreimal verkaufen. Mann, 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 wir werden richtig reich hier, Alter. Der gibt uns ja mehr Kohle wieder, als wir es hier ausgegeben haben. Hammerhaft. Fällt ihm auch noch ein anderer Spruch ein? Gut. Können wir ja auch durch so anpassen. Ich denke nicht, dass wir da jetzt schon Bedarf zu haben. Da warten wir mal, bis wir vielleicht ein bisschen mehr haben an Alternativen. Jetzt möchte ich auf jeden Fall mal noch... nicht da lang, sondern ich möchte auch nicht in den Velvet Room. Sondern erstmal hier vor, denn wir haben eine DVD fertig geguckt. Dann können wir uns mal glatt eine neue besorgen. Ja, ich möchte gerne eine DVD zurückbringen und ich möchte gerne eine neue ausleihen. Geborgenes Leben. Aha. Charme. Was brauche ich denn eigentlich? Was sollte ich denn mal ganz massiv... Hä? Ach so, hier Skill, ne? Oder? Nee. War schon unter Werte, oder? Akira? Sozialwerte, genau. Also Mut sind wir relativ weit. Wir könnten Güte und Wissen gebrauchen. Ja, vielleicht eher Güte. Wissen können wir auch so pushen. Charme. Bringt mir was über das Schleichen bei. Charme.
Schuldüberzeugungskraft. Könnt ihr das sein? Nee, das bringt uns nicht so wirklich was. Gell? Dann gehen wir hier mal lieber auf Mut. Vielleicht hochspannend. Ja, schenkt dir Mut. Ja, dann nehmen wir doch die. Aber haben wir die nicht schon gesehen, der X-Folders? Oder ist die jetzt einfach wieder verfügbar geworden? Kann auch sein. So, dann gucken wir mal im Buchladen. Und da kaufen wir alles, was so geht. Was wir haben, haben wir. So, können wir jetzt noch Schönes machen. In der Arkade vorbeischauen, die ist nämlich hier. Ja, ja, genau deswegen. Quatsch mal mit den Leuten hier. Du willst spielen? Ich spiele gerade Gunabout, also stör mich nicht. Hast du Münzen? Das Spiel will meinen 1000 Yen-Schein nicht nehmen. Oh, das ist meine Chance, der Cheater ist im Spiel. Hey, bring mir rasch etwas Münzgeld. Das waren jetzt zwei Personen, oder? Der Cheater? Einige Leute haben seinen richtigen Namen über ein soziales Netzwerk herausgefunden. Alle toben vor Wut. Ich glaube, er heißt Yoshikuni Nejima. Ich sagte, der Drecksack ist 40 Jahre alt und arbeitslos. Nun, ich werde mir einen Namen machen und Nejima erledigen. Aber du gewinnst überhaupt keine Spiele. Halt die Klappe. Bring mir einfach Münzgeld. Ah, das ist also der betrügerische Spieler, den Mishima erwähnte. Er ist der berüchtigte Cheater. Im Einzelspieler-Modus zu betrügen ist eine Sache. Viel schlimmer ist das andere zu hintergehen. Wir kennen auch seinen Namen. Also ist Yoshikuni Nejima unser nächstes Ziel. Okay. Hätten wir das auch erledigt. Wundervoll. So, was haben wir denn hier eigentlich noch? Was gibt's denn hier eigentlich alles so schönes? Drogerie, hat man da auch schon mal reingeguckt, oder? Achso, hier gibt's alles Tipi-Items und so ein Zeug. Naja, gut, das bringt uns jetzt nicht viel weiter. Ich könnte eher mal SP-Items gebrauchen oder so. Wir gehen heute mal shoppen. Auch nur Tipi-Items. What do you want to do? Okay. Dann haben wir hier noch einen Markt. Ein Discounter. What would you like? Was? PD-Schokowaffeln. 50 TP. 500 Yen. Ich weiß ja nicht. Was haben wir hier? Ah ja. Ha. Pranger Postkarte. Okay, das ist ein... Das ist ein Geschenk? Wüsste ich nicht. Dann kaufen wir mal. Proteine brauche ich jetzt eigentlich nicht. Gartenenergie, billiger Pflanzennährstoff für die grundlegende Pflanzenversorgung. Oh, da fällt mir, apropos. Da fällt mir was ein. Also das können wir mal mitnehmen, spaßeshalber, vielleicht brauchen wir es ja mal. Da fällt mir was Wichtiges ein, Mensch. Das machen wir auf jeden Fall noch, sobald wir wieder im Leblanc sind. So, ein Fertignudelset, ein Omnivitamin, ein Snackpaket. Das zählt als Geschenke. Da haben wir ein paar. Naja, ob ich jetzt was Sinnvolles gekauft habe, das kann ich dir jetzt nicht garantieren. Okay, dann schauen wir doch mal. Jetzt sollten wir uns mal weiter umschauen. Haben wir irgendwo noch jemanden hier, Social Link mäßig? Ich glaube, hier gab es nichts mehr weiter, ne? Ja. Hier war nichts weiter. Shibuya Station. Und haben wir sonst noch irgendwo jemanden warten? Nicht wirklich. Es wäre nur Futaba. Dann machen wir das auch mal. Dann gehen wir. Von mir aus Seitenstraßen oder so. Moment, gibt's eigentlich gegebenenfalls im Second-Hand-Shop was? How can I help you? Nicht so wirklich, nee, nichts, was mich interessiert. Hier ist noch ein kleiner Supermarkt. Mal gucken, was sie hier so haben. Oh, good to see you. Hm.
Was stellt 200 TP wieder her? Ach, hier aller Verbündeten, okay. Deswegen sind die so teuer, aber für 800? Ist doch eigentlich ganz okay, oder? Kann ich nur einmal kaufen, das nehme ich mal mit. Ich denke, da mache ich nicht so viel falsch. Das sind eigentlich, ach so, das da hinten ist Sojiros Haus. Ja, ansonsten. Ja, dann quatsch mal mit Futaba. Ja, yo, Akira. Ah, oh, stimmt. Naja. Tut mir leid, was in Akihabara passiert ist. Ich hab's vermasselt. Ma, Futaba wirkt echt deprimierend. Vielleicht solltest du es ja aufheitern. Oh, ich brauch Güte auf Selbstlos. Na toll. Okay. Na, da muss ich mir was einfallen lassen, wo ich Güte herkrieg. Tja, in dem Fall. Was könnten wir uns denn mal Gutes tun? Wir könnten ja eigentlich mal gucken, können wir jemanden hier einladen in einen dieser Event-Bereiche? Und willkommen. Oh, du bist recht jung im Vergleich zu den meisten anderen Kunden. Unser Sortiment richtet sich an Fachleute und könnte für Oberschüler etwas schwierig sein. Nun, ich verkaufe dir unser einfachstes Buch. Nimm dir ruhig Zeit damit. Meister des Schwertes, finde den Mut, dich dem Tor zu stellen. 8000? Naja, komm, wir nehmen es mal mit, was soll's. Danke, beehre mich wieder. Okay, dann gehen wir jetzt halt mal nach Kanda. Ach so, das ist hier die Kirche. Hier war doch eigentlich nicht weiter, oder? Welcome. Taufwasser hebt Statusboni aller Gegner auf. Hebt alle Status minus aller Verbündeten auf. Wein der Würde. Alkoholfreier Wein für Zeremonien stellt alle TP aller Verbündeten wieder her. Aber das brauche ich so selten und das ist teuer. Nee. Ja, woanders hin bitte. Dann gehen wir doch mal nach Akihabara. Mal umgucken, was da so geht. Oh, hier kann ich mich sogar frei bewegen. Egal, mit Elektrobude. Take your time. Saugroboter. Ach, das sind Geschenke. Digitalkamera. Mhm. Gesichtsverschönerer. Für beschäftigte Geschäftsleute. Was? Elektrische Zahnbürste, ha. 370.000 Umdrehungen pro Sekunde? Das müsst ihr mir physikalisch jetzt genauer erklären. Ultralauter Wecker. Das wäre doch was für Ryuji, oder? Eine Desktop-Duftmaschine. Handgroßes Gerät, sorgt für angenehme Kühle und guten Duft für Büroangestellte. Das ist, nee. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich jemanden kenne, der da Bock drauf hätte auf irgendwas davon. Wir haben noch Automaten. Was gibt's denn hier so? Dicke Suppe. Was soll ich mit dem ganzen Zeug? TP-Items brauche ich eigentlich nicht großartig. Hier, SP. 5 SP. 5 SP. Ja, ist günstig, aber 5 SP? Nee, danke. So, was haben wir denn hier? Oh, ein Maid-Café? Im Ernst? Vielleicht später. Ich vermute nämlich, dass da Zeit vergeht, wenn wir da reingehen. Otaku-Laden. Okay, was gibt's denn da? Welcome. Eine Motorradfigur im Maßstab 1 zu 12 für Bike-Fans. Ich habe ja so die Suspicion, das könnte was für Makoto sein. Möglicherweise. Lokalmaskotten, Plüschi-Set. Für jemanden, der gern sammelt. Na,
Das könnte doch was für Futaba sein. Für trendige Freunde. Ja gut, die Dinger sind jetzt nicht ganz so teuer, die nehmen wir einfach mal mit. Gut. Wir haben ja jetzt ein bisschen Geld, das ist nicht so problematisch. Was haben wir hier? Maschinenteile laden. Hi there. Ach so. Oh, ein PC-Reparaturset. Das ergibt Sinn. Wir haben nämlich einen kaputten Laptop. Den müssen wir auf jeden Fall noch gucken, dass wir den hinkriegen. Hier ist Arcade Gigolo. Ach so, das ist das. Aha. Wer bist denn du, Junge mit Mütze? In dieser Arcade ist nichts los. Na, kaum jemand kommt her, um Gunabout zu spielen. Bist du wegen Gunabout hier? Na, wohl eher nicht. Du hast sicher keine Ahnung von Arcade-Spielen, oder? Das sieht, nee, das sieht so aus. Wo war denn das jetzt? Verdächtig. Da passiert doch bestimmt noch irgendwas. Achso, das war wieder der Otaku-Laden. Was haben wir hier hinten noch? Retro-Spiele-Laden. Echt? Oh, ja, hab ich. Ich hab das durchgespielt. Okay, ich krieg sogar was. Für meine durchgespielten Spiele hier. Made a decision? Ich nehme einfach alle mit, definitiv. Warum eigentlich nicht? Also das kann man sich schon mal gönnen. So, und jetzt möchte ich doch mal ins Maid-Café gehen. Mein Maid-Café, ja? Aha, erhöht meinen Charme. Tja, halt eine Stempelkarte. Stempelsammlung wird belohnt. Samstags gibt's mehr Stempel. Es ist aber Sonntag. Mein Charme ist aber schon ganz oben. Dann sollte ich das vielleicht mal eher nicht machen, oder? Wäre doch Käse. Ich meine, mein Charme ist auf jeden Fall schon komplett. Ja, ich bin schon unwiderstehlich. Also gut, dann kann ich mir das sparen. Dann muss ich hier gar nicht hin. Was ist denn das eigentlich für ein komisches Symbol? Spielzeugautomat? Oh! Kapselautomat. Na los, dann ziehen wir uns mal ein. Mal gucken, was bei rauskommt. Verzierter Dekarabia, aha. Yeah! Das ist, da steht, dass sie selten ist. Kein großer Gewinn, aber auch kein großer Verlust, okay? Okay. Naja, schauen wir mal. Gut, dann gucken wir mal, wo wir noch hin könnten. Akihabara hat man jetzt durch. Da waren wir. Ansonsten können wir sonst noch irgendwo an einen interessanten Ort. Shinjuku müssten wir jetzt nicht unbedingt. Wir könnten aber nach Kichijoji gehen. Und könnten in den Jazzclub vielleicht? Oder zum Tempel? Oder dort zum Billarden gehen? Gehen wir mal eine Runde Billarden wieder, hm? Gedartet haben wir jetzt ein paar Mal. Welcome. Ja, willkommen. Wir spielen Billard. Ach nee, ich habe ein Buch gefunden, was mir empfohlen wurde. Ach so. What do you wanna do? Ja, wir trommeln alle zusammen. Kann man ruhig mal machen. Wenn ich schon so keine Social Links vorantreiben kann, dann machen wir das eben so. Auch kein Thema. Oh. Hey, ich kann es kaum erwarten zu spielen. Fangen wir endlich an. Ah, diese Intensität noch vor Beginn des Spiels. Ich liebe das. Nein, war das jetzt gut oder schlecht? Ich sehe. Das Geräusch, wie die Kugeln über das Tuch rollen und ins Loch fallen, das ist echt toll.
Na, schön, dass wir alle Spaß hatten, aber ich muss sagen, durch das Billard-Spielen hast du mehr Erfahrung mit präzisen Handbewegungen gewonnen, oder? Ist das so? Ja gut, mein Können tut natürlich gar nichts. That was so much fun! Okay, auf jeden Fall haben wir einen Bonus mit allen, das ist gut. Okay. Hat sich doch schon mal gelohnt, finde ich jetzt nicht so verkehrt. Ah, you're back. Ja, jetzt kriegen wir eine Nachricht. Ah, mir ist so langweilig. Wie bitte? Analysiere die Daten. Ah, mein PC macht die ganze Arbeit und ich habe nichts zu tun. Wir bereiten uns auf unseren Schulausflug vor. Wir haben keine Zeit, dich zu bespaßen. Ach Mist, ich muss einkaufen. Außer einer Zahnbürste brauchen wir doch nichts, oder? Warum die Panik? Ich brauche alles mögliche, Shampoo, Lotion, Conditioner. Ach, da fällt mir ein, ich muss eine Leinwand mitnehmen. Das ist eine tolle Gelegenheit zum Malen. Ehrlich, Juske. Aber reicht eine? Die brauchst du nicht. Aber ich könnte nichts zeichnen. Vielleicht nehme ich zur Sicherheit lieber drei mit. Bei Leinwänden gilt, je größer, desto besser, oder? Hä, wieso fragst du uns das? Was ich sagen will, so einen Scheiß solltest du gar nicht mitnehmen. Na, es muss schön sein, mit jedem so offen reden zu können. Ja. Okay, der hält einen Vortrag. Schauen wir mal. Aber vielleicht eher Herr Chihaya. Vielleicht eher Chihaya an der Stelle, aber erstmal, ganz, ganz wichtig. Ganz, 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 ganz wichtig. Oh yeah. Ach so, da kann ich hier nicht irgendwie. Egal, was kann ich denn da eigentlich alles reinstellen? Da sind wir nämlich auch sehr spät dran mit den Dekorieren und so. Kann ich machen. Genau, Schokoladenbrunnen, den wollte ich aufstellen. So. Dann haben wir noch eine Seegurkenpuppe. Ja, die können wir halt mal hinlegen, was soll's. Mehr habe ich ja nicht, ne? So, die Hauspflanze, die können wir jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen düngen. Nice. Und was habe ich jetzt dazu gewonnen? Können, was gar nichts macht, gell? Nee, Güte! Ehrlich? Yes. Das bringt Güte? Okay. So, jetzt ist die Frage. Ja, ich würde sagen, wir nutzen diesen Abend und gehen zu Chihaya. Das machen wir mal. Ich hab dir heute viel zu zeigen. Oh? Jo. Sollten wir uns vielleicht lieber ein Zimmer nehmen dafür? Oder, Hier, mentales Training im Sport. Und wie man ein erfolgreiches Unternehmen aufbaut. Ich habe sogar ein Buch über das Geheimnis, gut zuhören zu kennen. Von einer Hostess aus Ginza. Ich habe ewig überlegt, welche Bücher ich mitbringe. Ich habe zu Hause noch viele, viele mehr. Ich nehme sie als Referenz für deine Ratschläge, die ich meinen Kunden gebe. So kann ich neue Alternativen vorschlagen, statt sie sich ihrem Schicksal fügen zu lassen. Du bist so fleißig. Ja, natürlich. Ich muss ja meine Kunden zu ihrem künftigen Ich beraten können. Jedenfalls wollte ich dir sagen, dass ich eine neue Philosophie habe, was das Wahrsagen angeht. Wer überzeugt ist, kann das Schicksal verändern und die Käufer der heiligen Steine, nun, denen sage ich kostenlos ihre Zukunft voraus. Ich würde ihnen ja gerne ihr Geld zurückgeben, aber, Aber was? Naja, Störe ich. What? Yokoda-san? Na, ist eine Weile her, Jungfer. Was machst du hier? Jungfer? Okay. Na, der Vorsitzende schickt mich, um nach dem Rechten zu sehen. Und wer bist du?
Das ist mein Lehrling. Ich habe ihn dem Vorsitzenden noch nicht vorgestellt. Willst du etwas sagen? Du bist so beschäftigt, dass du einen Lehrling einstellen musstest. Ja, er ist mir eine große Hilfe. Ja, ich hätte diese weise Voraussicht von dir erwarten müssen, Jungfer. Also dann, ich muss gehen. Danke für den Besuch. Was war das gerade? Und wieso Jungfer? Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Jungfer? Ja, genau meine Frage. Das ist, naja, so eine Art Spitzname. Aha. Jedenfalls ist das privat, Kurususan. Du musst nicht weiter darüber nachdenken. Warte, machst du dir etwa Sorgen um mich? Thank you. Ach, das rührt mich aber wirklich. Wenn du in meiner Nähe bist, habe ich viel mehr Glück, Kurususan. Ich weiß was. Zum Dank sage ich dir immer deine Zukunft voraus, wenn du es willst. Okay, ich spüre ihre große Motivation. Und jetzt haben wir Affinitätsdeutung. Vertief deine Bindung mit einem Vertrauten deiner Wahl. Okay. Das ist gut. Da kommen wir mit Social Links schneller voran. Und ich weiß auch, wer der erste Kandidat dafür sein wird. Nämlich unser lieber Psychodoc an der Schule. Den müssen wir nämlich dann langsam mal angehen, sonst wird das knapp. Wir haben zwar noch ein bisschen Zeit, aber... Oh, wie ist so spät schon. Ich mache für heute Schluss. Goodbye. Haust rein. Heute sendet Detektive der Großstadt direkt aus Ueno. In diesem Museum sind viele Kunstwerke ausgestellt. Da steht Reporterin, aber auf dem Bild ist doch eindeutig ein Reporter zu sehen, oder? Na, jetzt ist zu spät. Na, Ueno ist voll mit Kunstwerken. Vielleicht stoßen wir ja auf ein Kunstwerk, das unsere Werte ändert. Wer Kunst mag, sollte auf jeden Fall dorthin gehen. Ach so, das ist der Spielshow-Moderator. Naja, gut, ist jetzt auch egal. Aha, ja, das, kriege ich jetzt neu dazu, okay. Aha. Alright. Na, wollen wir uns das gleich mal anschauen? Könnten wir ja machen. That's why... Achso, wir müssen erstmal in der Schule. Haha, ist ja Montag, verdammt. Nice work, Phantom Thieves. Ja, selbst die schärfsten Kommentatoren im TV sagen nur Gutes über sie. Viele Promis reden ganz offen über die Phantomdiebe. Na, die Phantomdiebe kämpfen für die Menschen. Wer gegen sie ist, lebt im Hintermond. Sieh dir nur diesen Akechi an. Alle gehen auf ihn los wegen dem, was mit Matchet passiert ist. Na, solange es Phantomdiebe gibt, gibt es keine Gerechtigkeit. Große Worte, wenn man sie nicht erwischt. Na, selbst Politiker behaupten, die Phantomdiebe seien gefährlich. Aber das ist alles bloß heiße Luft. Die Phantomdiebe sind total vertrauenswürdig. Na, anscheinend fangen die Leute an, unseren Standpunkt zu sehen. Ja, wir sollten uns deswegen jetzt trotzdem nicht auf die Straße stellen, uns die Klamotten vom Leib reißen und schreien, wir sind die Phantomdiebe. Denke ich zumindest, sollten wir unterlassen. Es wissen doch alle, dass das vertuscht wurde. Das ist kein großes Geheimnis. Weißt du, was dagegen wichtig ist? Mein hoher Rang bei Gunabout. Oh, Gunabout. Das Super Real. Das ist das mit dem pistolenförmigen Controller, oder? Alle reden davon. Nun, die Mehrspielerversion ist so toll. In der Arcade auf der Central Street gibt es sie und in der in Akihabara. Probier's mal. Neulich habe ich gegen einen echt guten Spieler gezockt. Ich habe nicht ein einziges Mal getroffen. Ja, das dürfte Cheater gewesen sein, ha? Hm? Würde ich es einfach mal unterstellen. Yep. Na, wir haben nur über die Phantomdiebe geredet. Das waren noch Zeiten, als keiner von uns wusste. Tja. So, wen haben wir da so? Ja, genau, da haben wir nämlich schon, Hallo, Kurosu-kun. Ich würde gerne mit dir über etwas reden. Es geht um meine Forschungsarbeit. Glaubst du, du könntest jetzt ein bisschen Zeit erübrigen? Ja, kann ich. Ja, scheiße, ich habe schon zugesagt, sonst hätte ich jetzt, Stimmt, scheiße. Na, warte mal, noch können wir.
Ich möchte jetzt erstmal kurz nach Kichijoji und zwar auf die Promenade. Mal gucken, ob das so einfach funktioniert, aber... Ach Quatsch, nicht Kichijoji, bin ich dämlich. Shinjuku. So, mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich jetzt hier nämlich hingehe... ich bin vorsichtig. Ich möchte mir mein Schicksal deuten lassen. Und zwar hätte ich gerne einmal Affinität. Und zwar... Takuto ist doch Maruki, oder? Ja, ne? 5000, also nicht ganz billig. Naja, was soll's. Machen wir mal. Here we go. Und. Okay. What do you think? So, und dann zur Station und wieder zurück zur Schule. Fachgebäude ist das, glaube ich, gell? Ja. So. Hi. Welcome. Hey, gute Arbeit heute. Es ist schon Herbst. Eigentlich sollte es etwas kühler sein, stimmt's? Hast du heute Zeit? Also ich plane ein kleines, ich frage jetzt einfach, hast du heute Zeit? Drück dich doch mal klar aus, meine Fresse. Ja, ihm helfen. Ah, fantastisch. Na komm doch rein, mach's dir gemütlich. Now. Ah, das gibt heute wieder so ein Hin und Her. Oder auch nicht. Heute ist dein Glückstag. Schau mal, was da Schönes auf dem Tisch liegt. Ah, Schoki. Ah, ich habe in letzter Zeit mit Traumata, Schmerzen, Trauer, solchen Sachen bombardiert. Also, na, die habe ich in... Was, die habe ich ihn? Ah, Schreibfehler. Die habe ich in einem Untergrund-Einkaufszentrum entdeckt. Zeit für eine kleine, luxuriöse Kekspause. Ach, Kekse sollen das sein. Ich dachte zumindest, das Dunkle ist ein Schoki. Na, ich wollte dich mit etwas überraschen, weil du mich in letzter Zeit so geduldig ertragen hast. Bitte bedien dich doch. Na, das sieht toll aus. Na, also mit Süßem und Keksen oder kriegst du mich eigentlich immer? Na komm schon, keine falsche Bescheidenheit. Ich habe sogar noch genug für einen Nachschlag. Ja, das habe ich jetzt irgendwie erwartet. Oh, ich weiß. Aber solange wir über Kekse reden, weißt du, sie erinnern mich an dieses psychologische Experiment. Dabei haben Forscher dieselbe Art Kekse in zwei verschiedenen Kisten verteilt. In der einen haben sie nur einen Keks versteckt. Die andere war mit ganzen 10 davon gefüllt. Dann haben sie ihre Testpersonen Kekse aus beiden Kisten probieren lassen und sie nach dem Geschmack gefragt. Was meinst du, aus welcher Kiste die Probanden die Kekse am leckersten fanden? Hm? Ich würde sagen, die mit einem Keks. Ganz richtig, war zu einfach, oder? Ah, es gibt da etwas, das sich Gesetz der Knappheit nennt. Der Name verrät es schon, die Leute fühlen sich zu dem hingezogen, was gerade knapp ist. Das kann man zum Beispiel beobachten, wenn ein gigantischer Hype um limitierte Merchandise-Artikel entsteht. Ja, sie werden quasi manipuliert. Ah, in einigen Fällen sicher. Aber findest du das nicht auch sehr interessant? Wenn wir uns der Knappheit bewusst werden, weckt das unsere Begierde und führt zu einem Wandel unserer Kognition. Nicht nur das, die Wirkung breitet sich auf unsere Sinne auf und erzeugt so eine spürbare Veränderung unserer Realität. Breitet sich auf unsere Sinne auf? Also im Moment tauchen aber einige Schreibfehler auf, Leute. Das war aber jetzt bisher nicht so schlimm, oder? Jetzt haben wir gleich zwei ziemlich nah hintereinander. Im Prinzip wird deine Wahrnehmung also durch deine Kognition und deine Sicht auf die Welt beeinflusst. Natürlich spielt sich das alles auf einer Ebene des Unterbewusstseins ab. Ja, wirklich beeindruckend. Und jetzt, wo ich dir davon erzählt habe, na, wie denkst du darüber? Meinst du, deine unterbewussten Begierden haben den Geschmack des Kekses verändert? Oh, hey, mir egal. Es ist ein Keks, solange es schmeckt. Das ist definitiv keine gewöhnliche Reaktion. Aber ich kann sie nachvollziehen.
Ja, es hört sich vielleicht nach einer Übertreibung an, aber für mich klingt es einfach wundervoll. Das menschliche Herz mag manchmal ins Wanken geraten oder unzuverlässig sein, aber wenn dieses Experiment eines beweist, dann, dass schon die Wahrnehmung glücklich machen kann. Denk zum Beispiel an die Geschichte, die ich dir gerade erzählt habe. Was, wenn dieser Keks der beste Keks deines Lebens gewesen wäre? Angenommen, ich hätte dir den Trick nicht verraten. Dieser Keks wäre für immer etwas leckerer gewesen als alle anderen. Es wäre die subjektive Wahrheit deiner Realität. Das wäre aber eine Katastrophe, wenn ich nie wieder die Hoffnung auf einen etwas noch ein bisschen leckereren Keks haben könnte. Da würde ich mich ja hängen. Definitiv sofort. Naja, also von Wahrheit kann da keine Rede sein. Na, verstehe. Da magst du recht haben. Ich kann verstehen, wie du darauf kommst. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wenn diese Idee der Vorurteile genauer erforscht werden könnte, könnte man damit vielleicht Menschen behandeln. Ich glaube, man könnte vielen damit helfen. Vielleicht sogar eher als mit dieser Form der Therapie. Aber so viel davon hängt von der Perspektive ab. Manche würden es als Lüge oder Flucht vor Problemen ansehen. Aber selbst wenn das so sein sollte, glaube ich, dass man damit vielen Menschen helfen könnte. Oh je. Tut mir leid, jetzt ist ja doch eine akademische Unterhaltung draus geworden. Ich muss mich wirklich zurückhalten. Immer wenn ich mit dir rede, komme ich auf meine Forschung zu sprechen. Ich bin dir wirklich dankbar für alles. Nicht nur, weil ich immer auf deine Meinung zählen kann. Es ist mehr so, als würde ich mit einem alten Freund reden. Oh, aber das ist vielleicht zu persönlich. Es geht schließlich nur um unsere Abmachung, richtig? Ich spüre eine starke Freundschaftsbindung bei Maruki. Auf Rang 5 eine starke Freundschaftsbindung. Können wir den später daten? Oder was kommt da jetzt noch drüber? Naja, aber jedenfalls bekommen wir jetzt Aufmerksamkeit, die Chance, Jokers SP zu regenerieren, wenn sie nicht niedrig sind. Boah, was war denn jetzt mit meiner Stimme, Alter? Niedrig sind. ja, das ist ja schon mal eine ganz angenehme Chance. Aha, okay, sehr schön. Wunderbar. Der Typ ist echt praktisch, ich sag's ja. Na, jetzt zeige ich dir mal lieber eine neue Methode, um dich mental abzuhärten. Was ich dir heute beibringe, ist der Level 5 Skill. Guti! Max SP um 5 erhöht, schön. Und hier ein kleiner Snack geht doch immer, oder? Klar, Kekse! Was, Donut Worry? Haha, den hab ich verstanden, ja klar. Do not worry. Ja. Well, see you. Ah, sieh zu, dass du vor Einbruch der Dunkelheit nach Hause kommst, ja? Nicht, dass ich dich noch verfolge. Ich muss weg. Okay. Oh, hier ist Maruki, sorry wegen vorhin. Es sollte eine Möglichkeit für uns sein, zu entspannen, aber wurde dann wieder eine große Diskussion. Ah, das hat zum Denken angeregt. Echt? Wow, das freut mich zu hören. Ich war schon immer so, ich fixiere mich so auf meine Forschung, dass ich nichts anderes mehr mitbekomme. Als ich noch Schüler war, haben mich die Leute davor gewarnt. Ups, sorry, ich beschwere mich schon wieder, sorry. Also eigentlich bist du ja da, um die Leute zu therapieren. Ich weiß, bist du wirklich qualifiziert für den Job oder beziehungsweise geeignet? Nicht nur auf dem Papier, sondern auch so richtig, so mental und gut, wir sehen uns bald. Ja, da gehe ich ganz fest von aus. Hey. Na, Futaba hat erzählt, dass ihr bald einen Schulausflug macht. Ich gebe dir kein Geld, verstanden? Und du brauchst mir auch kein Andenken mitbringen. Ich bringe dir gern ein Andenken mit, ich brauche aber dein Geld trotzdem nicht und passt schon. Hast du irgendwelche Neuigkeiten? Hast du Infos für mich? Ich war schon krass raus. Vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht. Kann ich mal gucken, ob sonst noch irgendwo was offen ist. Sieht aber jetzt spontan erstmal irgendwie doch in, naja, in Shinjuku, klar. Aber ansonsten ist erstmal jetzt nichts offen. Da könnten wir auch was Sinnvolleres mit unserer Zeit machen. Und vielleicht noch ein paar Lockpicks bauen oder irgendwie was anderes in unserem Zimmerchen treiben. Was erfahren wir dann in der nächsten Episode von Persona 5 Royal? Es hat jetzt doch länger gedauert als gedacht.
Aber wir haben ja auch eine riesige Shopping-Tour gemacht. Und beim nächsten Mal, denke ich, werden wir dann den Schulausflug schon starten. Ne? Weil es ist ja nur noch ein Tag. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt auf jeden Fall gesund, sonst müsst ihr zu Hause bleiben und könnt nicht mit nach Hawaii. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich bin jetzt raus hier. Haut rein!